Kaisers präsentiert. Hallo und herzlich willkommen zu Berlin kocht. Wir sind heute in der Cooks Connection in Charlottenburg. Da gibt es heute bei mir Lammrückensteaks mit Couscous. Ich habe mir noch zwei, drei witzige Sachen überlegt und einen Spitzengast habe ich auch noch, aber erstmal waren wir einkaufen. Für ihr Lammrückensteaks auf Couscous-Salat war Felicitas beim Kaisers am Mehringdamm. Dafür braucht sie Koriander, Limetten, frische Minze, Strauchtomaten, eine Salatgurke, Couscous, Sonnenblumenkerne, edle Gewürze wie Koriandersamen, Ingwer, Zimtpulver und vier Lammrückensteaks à 180 Gramm. Bei mir ist heute Dennis aus der Rotisserie Weingrün. Schön, dass du da bist. Hi. Ich habe schon gehört, ich bin heute die Chefin, auch wenn du richtiger Koch bist. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir machen heute Lammrücken. Okay. Und ich möchte den Zuschauern mal zeigen, wie man das so richtig schön rosa kriegt. Und wir hatten vorhin ja schon mal gesprochen, ich glaube, Niedergaren ist da die beste Möglichkeit. Genau. Das machen wir schön im Ofen bei 80 Grad. Da wird das schon hinhauen. Das Lamm wird nicht einfach so gebraten. Ich habe mir was Besonderes überlegt. Und zwar machen wir eine Art Sonnenblumenkern-Koriander vorm Braten. Und vielleicht würdest du mir helfen und mal die Sonnenblumenkerne hacken. Na klar, gerne. Ich nehme mir so lange mal den Mörser. Und zwar habe ich Koriandersamen im Ganzen. Und damit die nicht so lästig im Mund schmecken, werden die vorher ein bisschen gemörsert. So. Willst du das Messer? Ist das besser? Ja. Was gibt es denn bei euch im Lokal zu essen? Bei uns gibt es zum Beispiel vom Grill Schweinebauch oder Hähnchen vom Grill oder einen Lachs zum Beispiel machen wir einfach auf einem Brett genagelt und dann an unserem Grill. Das ist eine ganz tolle Sache. Und halt verschiedene Steaks noch, Salate. Eine relativ einfache Küche machen wir, aber die versuchen wir sehr gut umzusetzen, dass wir da schöne Produkte am Ende haben. Und stehst du auch eher auf so einfaches, gutes Essen oder muss es auch mal Shishi sein? Ja, ich habe mit Sterneküche eigentlich nicht so viel am Hut. Also mir ist so eine einfache Küche lieber, anstatt viel Shishi. Und ja, da liegt unser Hauptaugenmerk in unserem Laden auch drauf. Also bei euch gibt es keine Pulverchen und keine Gele und keine... Nee, sowas gibt es bei uns nicht. Schmiere, so? Nee, Pinselstriche und so weiter. Das wird man bei uns nicht sehen. Ich bin mal gespannt. Also ich habe den Koriander jetzt gemahlen, so ein bisschen rough. Das mischen wir jetzt, also den Koriander mit den Sonnenblumenkernen. Das habe ich auch schon mal gemacht, ich habe mir die Hand geschnitten. Super dumm. Du hast das Lamm wunderbar gesalzen und gepfeffert. Jetzt gebe ich die Kreuzkümmel-Sonnenblumenkernmischung auf einen Teller und ich würde sagen, jetzt wenden wir das Tier darin. Na klar. Ich mache schon mal den Herd an, dann können wir das nämlich anbraten. Bisschen Olivenöl in die Pfanne. Und dann werden wir das Fleisch ganz scharf anbraten von allen Seiten. Dann entwickeln die Nüsse und die Samen so ein schönes Röstaroma. Und dann kommt es bei 80 Grad in den Ofen. Es wird nachher ganz rosa überall sein, hoffentlich. Stimmt's? Kann nichts schief gehen bei 80 Grad eigentlich. Vielleicht, wenn man es drei Tage drin lässt. Das Gute ist nämlich beim Niedergaren. Man kann sich das am besten beim Roastbeef vorstellen. Das ist ja manchmal so, wenn man das bei hoher Hitze macht, dann ist außen so ein grauer Rand und innen wird es dann immer rosa, rosa, rosa und in der Mitte rot. Und beim Niedergaren ist einfach überall rosa. Stimmt's? Ja. Yeah. So, ab in die Pfanne damit. So, ich würde sagen, wir packen unser Igelfleisch. Sieht ein bisschen aus wie Igel, finde ich. Jetzt hier rein. Und wir sind auch nur drei Gäste. Das Fleisch lasse ich jetzt so ungefähr 1 bis 2 Minuten von jeder Seite, richtig bei voller Hitze, damit es schön braun wird. Aber es soll ja noch nicht garen, das macht es ja nachher im Ofen. Und dann kommt es auf den Teller und bei 80 Grad ungefähr 30 Minuten? Ja, eine halbe Stunde. Da kommen wir ganz gut mit hin. Könnt ihr euch dann aussuchen, auf halbe Stunde oder 30 Minuten, je nachdem. Und während das Fleisch dann im Ofen ist, kümmern wir uns um die Beilagen. Und zwar wird es ein Minztee-Couscous. Schauen wir mal. Bin gespannt. So, meine knusprigen Lammbrückenstücke kommen jetzt für ungefähr eine halbe Stunde in den Ofen und wir machen so lange den Couscous. Oh, falscher Ofen. Dieser hier.
Das ist halt so, wenn man immer woanders kocht, dann muss man sich immer erst zurechtfinden. So, auf geht's, oder? Wir haben uns ja was Witziges überlegt. Und zwar haben wir uns ausgedacht, den Couscous nicht mit Brühe oder mit Wasser zu kochen, sondern mit Pfefferminztee. Couscous? Dankeschön. Oh, danke, dass Sie noch gleich reintun können. Oh, dann mache ich das, ja? In diesem wunderschönen gelben Topf, wirklich ein sehr, sehr hübsches Stück in dieser hübschen Location. Dann gibt man Wasser oder eben in unserem Fall Tee ungefähr einen Finger breit obendrauf. So. Deckel drauf. Und jetzt kocht er sich von ganz alleine. Ich würde sagen, wir machen in der Zeit noch ein bisschen Gemüse rein. Und zwar dachte ich, rote Zwiebeln, Tomaten und Gurken. Was möchtest du am liebsten schneiden? Zwiebeln. Okay, Zwiebeln. Dann, was möchtest du? Dann nehme ich die Tomaten. Und zwar diese kleinen hier. Ich habe es immer gerne, wenn man Tomaten ein bisschen entkernt. Das habe ich neu, dass ich das immer mache, aber ich finde, die Mühe lohnt sich. Ja, doch, auf jeden Fall. Sag mal, was ist denn euer Lieblingsgericht? Also vielmehr bei dir auf der Karte. Was machst du am liebsten? Mein Lieblingsgericht, das sind unsere Spare Ribs. Rippchen. Ja. Die sind super. Die sind vom Saarloher Kräuterschwein. Das ist hier aus der Region. Mhm. Und da ist richtig Fleisch drauf. Also das sind nicht so normale Spare Ribs, wie man das kennt, dass da 10 Rippchen ist und wir sind nicht von satt. Sondern da ist wirklich, da reichen 3 Rippen und da ist wirklich richtig Fleisch drauf und die schmecken dadurch richtig gut. Wieso, also warum bist du Koch geworden? Also war das schon immer deine Leidenschaft oder? Ja, Kochen hat mir schon immer Spaß gemacht und ja, irgendwann habe ich mal ein Praktikum in der Küche gemacht. Und hier in Berlin? Nee, ich komme ja eigentlich aus der Nähe von Hannover. Ja. Wohnt da? Aus Bad Oeynhausen. Aha. Das kennen viele. Und warum bist du von da weggezogen? Ja, wegen meiner Freundin. Die ist immer die studiert und ist viel rumgekommen. Und dann bin ich auch in ganz Deutschland schon unterwegs gewesen. In Stuttgart und in Baden-Baden, München. Also habe schon ein bisschen was gesehen in Deutschland. Und ist Berlin schon deine Lieblingsstadt? Ja, auf jeden Fall. Berlin was? Ist richtig cool. So, hier, guck mal. Oh, tolle Würfel habe ich geschnitten. Wahnsinn. Genau wie meine Würfel hier. Schön, ne? Oh, wir sind, ja. Wollen wir mal den Couscous angucken? Ja, schauen wir mal rein. Ich hole erst einen Löffel. Besser ist das. So, jetzt gucken wir mal, was unser Couscous gemacht hat. Vor sich hingeköchelt nämlich. Jetzt würde ich sagen, würzen wir den erstmal ein bisschen, ne? Genau. Was gibt's denn so? Ja, Salz haben wir hier, Ingwer haben wir noch da. Getrocknet. Zimt finde ich immer schön. Zimt haben wir auch da. Alles rein. Alles rein. Gas. Ich finde, Zimt gibt Couscous immer so eine richtig schöne, liebliche, runde Note. Ja. Schmeckt dann immer gleich ein bisschen wie Urlaub. Ich mache noch ein ganz bisschen von dem Kreuzkümmel dazu. Ich drehe mich schon mal drum. Meinst du, das reicht ansonsten? Nö, aber ich rühre lieber erst durch und dann mache ich noch mal was dran. Ich mache das jetzt hier rein, ja. Ich mache schon mal die Tomaten rein. So. Als allerletztes würde ich gerne in meinem Couscous noch Petersilie haben und Gurke. Na, würdest du mir ein bisschen Petersilie hacken? Klar. Und dann kümmere ich mich um die Gurke. Die Schale lasse ich dran, die Kerne mache ich raus. Wir haben aber leider nur Koriander. Das ist da? Gurke? Ach da. Richtig. Mensch, Augen auf. Kennst du den Unterschied zwischen Koriander und... Habe ich schon mal ja, gesehen. Nee, Petersilie jetzt mal im Ernst. Koriander ist immer nach einer Stunde so, ich habe mir keine Lust mehr. Und Peter Sieben sagt, hey, ich bleib noch, alles cool. Koriander die hält ewig, ja. Ich fasse nochmal zusammen, was ich bisher gemacht habe. Ich habe den Lammrücken in gemörserten Kreuzkümmelsamen und in gehackten Sonnenblumenkernen gewendet, dann in Öl angebraten, schön hohe Hitze, danach in den Ofen getan bei ungefähr 80 Grad, eine halbe Stunde lang, dann kommt er nachher richtig schön rosa raus. In der Zwischenzeit wurde der Couscous gemacht und zwar diesmal nicht mit Wasser aufgegossen, sondern mit Minztee. Als kleine Gemüseeinlage gibt es ein bisschen Gurkenwürfel, Tomatenwürfel ohne Kerne, Zwiebelwürfeln, schön viel Petersilie. Als Gewürze habe ich genommen Zimt, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel. Und jetzt, wie immer, was soll ich sagen, ein guter Schuss Zitronensaft. Den brauchen wir, der gibt nochmal richtig schöne Säure und verstärkt den Geschmack. Olivenöl drauf, ja, und dann kann es eigentlich losgehen. Als allerletztes gibt es noch einen schönen frischen Joghurt dazu und zwar Knoblauch ganz, ganz fein gehackt.
einfach in Vollfettjoghurt gerührt, bisschen gehackte Minze drauf, fertig. Dann gibt's Essen. Salz noch. Okay. Jetzt kommt mein Lieblingsmoment, und zwar das Fleisch anschauen, ob es auch so perfekt geworden ist, wie wir es uns vorstellen. Es riecht köstlich und es sieht köstlich aus. Komm, wir tippen mit dem Finger drauf. Das fühlt sich gut an. Gut, ne? Ja. Ich darf es aufschneiden, okay? Ich nehme das hier. So. Hey, jetzt geht's los. Lamm aufschneiden, die erste. Ui. Das ist das, was ich meine. Zartrosa, und zwar überall. Guck mal, guck mal, guck mal. Perfekt. Warte, wir müssen ein. Als Opferköche werden. Yay. Also ganz einfach. Lammrücken von beiden Seiten knusprig anbraten, bei 80 Grad eine halbe Stunde, da kann nichts schiefgehen. Offensichtlich zartrosa. So, ich würde sagen, heute richtest du mal an. Ja. Dann vielleicht kann ich noch was lernen. Ich finde beim Anrichten ja immer cool, wenn es aufregende Teller sind. Das ist immer schon so erstrecht, ne? Ja. Ich schneide noch ein bisschen Lamm auf. Und ich dachte mir, ich mache noch ein bisschen frischen Feta über diese ganze Chose. Aber du kannst ruhig schon mal. Oh, das sieht aber auch hübsch aus, ne? Ja. Ich mag immer so ein geordnetes Durcheinander. Das finde ich immer. Ist das okay? Super. Aha. Feta passt super. Okay. So. So, ein bisschen Joghurt noch. Guck mal, wie gut wir das machen. Hey, da wird man sogar satt von. Perfekt. Das war's. Mehr braucht man nicht. Ich bin richtig stolz. Sehr schön. Es sieht so gut aus, jetzt müssen wir noch ganz schnell Herr Brodatz holen. Keine Zeit verlieren. Herr Brodatz! Das Kaisersrezept der Woche finden Sie auf www.kaisers.de/Rezepte. Herr Brodatz, schön, dass Sie da sind. Juli, du hast dich wieder selbst übertroffen. Danke. Das ist nicht zu fassen. Diesmal bin ich auch zufrieden. Da kannst du wirklich sehr zufrieden sein. Und man kann es zu Hause nachmachen. Perfekt. Das ist jetzt kein Hexenwerk, oder? Und ein wunderschönes Fleisch. Mhm. Großartig. Ich hatte ja auch eine tolle Hilfe. Also das Essen zwar gerade jetzt Lamm, aber das beste Hähnchen der Stadt gibt es bei Ihnen. Da gehe ich immer Hähnchen essen. Wo kommen die eigentlich her? Ich wollte gerade sagen, Hähnchen denkt man erst so, wupp. Aus Paderborn. Paderborn. Freilaufende Hähnchen. Und da legen wir sehr viel Wert drauf, dass wir keine Massenproduktion haben. Das ist wunderbar. Auch Spanferkel zum Beispiel oder Hähnchen. Ja. Großartig. Mhm. Da müssen wir mal hingehen. Mhm. Sehr, sehr gerne. Stellen wir mal Lamm. Gerne. Und wir verlosen heute was. Genau. Wir verlosen noch für 4 Personen ein Hähnchen bei uns, Hähnchenessen. Ja. Jeder eins? für jeden ein halbes Hähnchen. Und ja. Getränke dazu. Genau. Im besten Grill dieser Stadt. Also, wer im besten Grill der Stadt das beste Hähnchen essen sollte, schreibt eine E-Mail an uns. Wir stoßen mal an auf den schönen Tag. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne, gerne. Herr Bodas? Das riecht doch so gut. Ein Hauch von Orient. Mit und da trinken wir jetzt einen schönen, vollen Italiener dazu. Danke. Schön. Wir sehen uns nächste Woche bei Berlin kocht. Präsentiert von Kaisers.